Herzlich willkommen zu einem neuen RC Racers Deluxe Rennen am Sonntag. Herzlich willkommen. Wir sind in der Wüste diesmal. Wir haben uns gedacht, ja, wir müssen ja mal in der Wüstestrecke etwas heitere Regionen besuchen. Das ist schon eine schwere Strecke. Das wird natürlich dann schon haarig. Viele Steine, Schlangen und Kurven. Oh Mann. Und wir müssen uns vor dem Wasserloch hüten. Ja, irgend so ein Drecksmoderloch in der Wüste. Ist natürlich schade, da wollen wir eigentlich gar nicht rein. Ich hoffe, dass wir einfach heute eine gute Quali fahren, dann interessiert uns dieses Wasserloch auch erstmal gar nicht. Über 6 Runden. Sehr gut, dann. Und der Ton ist super. Und die Musik funktioniert auch wieder. Herrlich. Oh, und ein Staubteufel. Und wir müssen erstmal gucken hier die. Ah, oh, da war ein Zaun, okay. Da, gut, dass ich da dran vorbei bin. Ah, jetzt funktioniert die Musik doch nicht mehr. Na egal, was soll's? Was soll die Musik? Hier geht's ums Rennen. Schön über die Fässer. Oh Gott, die Schlange. Oh Scheiße, Wasser. Dieses Wasserloch, da muss man echt so drum rumfahren. So. Also ich muss erstmal mich mit dem Kurs hier anfreunden. Das will mir noch nicht recht gelingen. Oh Gott, ey, was war das denn? Boom! Sky, nicht die Führung. Ja, super. Sky, du kannst dich mal vom Acker machen. Mach dich mal zum Himmel. Ach nee, Sky, nicht Sky, Ski. Das ist ja der Skifahrer hier. So Leute, einmal Tempo. Boom, boom, boom. Ich probiere es einfach mal, übers Wasserloch rüber zu kommen. Ah, es geht natürlich nicht. Und geschleudert auch noch. Scheiße, was. Oh, und dann. Blöde Wildfleck. Naja, was soll's. So. Versuch was wert, hätte klappen können. Oh, das war gut. Da bin ich gerade gut durchgekommen. Tschüss, Cyberfisch. Du kommst nicht mehr weit. Und willst du Ölflecken? Nee, will er wohl nicht. Außenrum um den Kaktus. So, ich muss hier da optimal um die Kurven rum. Das war jetzt schon gar nicht so schlecht. Und die Musik nervt mich doch etwas, wenn die nicht funktioniert. So, da kommt noch eine Rakete, da habe ich. Hey, wieder Sandteufel da. Mann! Zwei Raketen, was wollen die hier? Ah, schade, verfehlt. Boah, das Rennen ist aber echt haarig. Ein haariges Tempo! Dann! Na, Leute! Scheiß Schlange. Bin ich letzter. Das coole Lied wieder, aber ohne. Ach, das war das Ding. Oh Mist, habe ich gerade verwechselt. Nein! Scheiß Sandteufel. Also ich glaube, das sieht auch wieder nur nach B-Hauptrennen aus. Sky fährt aber auch gar nicht schlechter. Der ist unangefochten Erster die ganze Zeit. Und wehrt sich auch sehr schön gegen unsere ganzen Manöver. Ja, genauso wie diese Schlange mich nervt. Und das ist schon fast wieder. Was? Wie bin ich da jetzt runter durchgekommen? So, guck mal. Oh Mann, das sieht mir sogar arg nach C-Haupt aus, wenn das so weitergeht. Letzte Runde. Okay, wir können schaffen, noch irgendwie uns daran zu arbeiten. Müsste ich einfach konsequent lenken. Dieser Kurs ist auch ganz schön schwierig. Also, das sind echt der Haufen Kurven. Das wird haarig. Nein, 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 du verdammte Schlange, ey. Ja, das war's wahrscheinlich jetzt. Das wird jetzt so schnell nichts mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Mann, 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 Mann. Ja, nicht mal Cyberfisch krieg ich mehr. Nein. Da, das, tja. Da sah nicht so doll aus. C-Haupt, ja. Glück gehabt, dass wir gerade noch im C-Haupt gelandet sind. Sogar Sky ist da gelandet. Alter, das gibt's doch nicht. Es geht ja nur noch bergab hier. Wie schlecht sind wir? Boah. Nee, also das ist ja wohl die unterste Kanone. Hoffen wir einfach, dass wir irgendwie im Hauptrennen dann, naja. Aber da geht ja gar nichts mehr. Also punktemäßig werden wir so dermaßen abkacken. Ich weiß auch nicht warum. Und diese scheiß Musik nervt mich gerade derbe, dass ich einfach sage. Ich mache noch mal kurz das aus, damit die Musik noch mal funktioniert. Bläp. Bis gleich.
ich habe wieder nicht vergessen. Egal, ich habe wieder vergessen. Egal, ich klicke jetzt auf Strecken. Und zwar jetzt. So. Dann machen wir es halt so mit dem Ton. Weiter geht's. Das blinkt hier so. Aber der Rekord läuft ja, ne? Der Rekord läuft ja hoffentlich. Der Rekord läuft ja. Gut, das blinkt so komisch nur. Das hat es vorhin nicht, als ich rekordet habe. Okay, geil. So, da sind wir wieder. Ja, es geht weiter mit dem Rennen, mit dem Hauptrennen im C-Haupt nur. So eine Scheiße, das kann echt nicht wahr sein. Ich hoffe, dass wir noch irgendwie trotzdem hier vernünftig Chancen haben. Damit wir wenigstens hier den, irgendwie uns einen guten Platz rausfahren. Und ein bisschen Geld. Aber ich hasse diese Strecke. Also die Wüste ist echt schlimm. Die ist verdammt doof. Die mag ich nicht, die Wüste. Nein, du blöde Schlange. Nicht schon wieder. Ich glaube, ich muss echt, dass das Wichtigste ist, dass ich an dieser verdammten Schlange vorbeikomme. Wenn ich das schaffe, dann sieht das schon gar nicht so schlecht aus. So, haben wir erstmal den ersten abgeschossen. Sky wieder, ey. Sky nervt mich. Aber wenn wir vor Sky landen, können wir zumindest Sky wieder in der Punktewertung wiederholen. Also im gesamten Verlauf. Aber dazu müssen wir erstmal vor Sky kommen. Jetzt haben wir erstmal Cyberfish ausgeschaltet. Oh, scheiß Schlange. Ich hasse diese Schlange. Wieso werde ich auch immer so weit abgetrieben, dass ich dahin komme? Irgendwie Steuerung ist kacke. Verdammte Steuerung. Wir haben echt zu schlechte Reifen, glaube ich. Müssen wir noch ein bisschen was ändern. Oder vielleicht nochmal ein paar Stoßdämpfer verbessern, dass wir nicht bei den Bodenwellen so dermaßen abgehen, so wie hier gerade. Weil dadurch kommen wir dann immer so weit nach außen. So, jetzt habe ich das mal gut gelöst. Jetzt kommen wir dafür nicht da. Ja, toll, scheiße. Ah, ich glaube, ich sollte heute nicht mehr viel aufnehmen. Das ist ja tödlich. Das ist ja, ich kriege ja überhaupt nichts auf die Reihe hier. Das tut mir sehr leid für euch, dass ich hier so dermaßen versage. Das habe ich natürlich nicht selber geplant. C-Haupt, das ist schon eine Strafe, das ist schon eine verdammte Strafe, dass wir im C-Hauptrennen ran müssen. Gegen solche Chaoten. Gut, Sky musste auch rein, obwohl der Dritter ist. Oh, wir führen! Wir haben die Führung übernommen! Ja. Bam! Schön. Schön hier ja, das ist klar. Wenn mich so eine scheiß Rakete trifft, dann wäre ich natürlich um 180 Grad gewendet, damit ich auch ja nicht weiterfahren kann. Das ist natürlich immer das Pech des Tüchtigen. Aber wir haben so einen guten Motor, dass wir locker immer wieder aufholen auf die. Problem ist einfach, wir fahren dann dran vorbei und kommen nicht gut um die Kurven. Das ist echt das Problem Nummer 1 im Moment. So, komm, fahr drauf. Schade, nicht drauf. So, da jetzt schön rum. Ja, ich überhole jetzt Sky mal lieber nicht. Sky, du wolltest doch wohl mich noch abschießen mit der Rakete. Ah, hat der noch eine Scheißkern? Ja, wieso geht die Framerate jetzt runter? Das muss nicht sein. Framerate. Bleib oben, bleib wach, bleib wach. Oh, cool, da kann man abkürzen durch. Ja, irgendwas stimmt hier allerdings mit gar nichts mit den Aufnahmeprogrammen, also mit den Aufnahmeprogrammen läuft das gerade überhaupt nicht. Ich muss da gerade mal nicht gerade. Was, jetzt wollen hier zwei Raketen mich abschießen. Boah, Klatsch. Klatsch, also echt 50 Meter hoch. Oh nein. Oh, sie hat mich nicht attackiert. Schön. Dann wurschteln wir uns so hier durch. Schauen wir mal, dass wir irgendwie gut durchkommen. Ah, irgendwie hat mich gerade die Lust dran verlassen, hier durchzulaufen, durchzufahren, weil irgendwie das hier alles überhaupt nicht läuft gerade. Und vor allem auch das Spiel gerade gar nicht mehr richtig will, weil irgendwie der Ton hier rumbackt, weil das alles überhaupt rumbackt. Weil die Aufnahmeprogramme irgendwie gerade Mist bauen. Aber naja, was soll's denn? Wir fahren da schon wieder hier rum. Ja, super. Klasse.
war natürlich. Ah, Leute! Ihr verarscht mich doch. Das ist doch alles Verarschung hier. Kann doch wirklich euer Ernst sein, dass ich hier so dermaßen von euch gemobbt werde. So, pass auf. 9. Runde, vorletzte Runde also. Vielleicht holen wir ja den guten Sky noch ein. Das wäre ja ganz schön. So, jetzt haben wir ihn erstmal überholt. Hoffen wir, hoffe ich mal, dass ich vor ihm bleiben kann. So, da will ich lang. Genau da will ich lang. Jetzt hier rum. Alter, nerv mich nicht, du Vollidiot. Verdammt, eine Lenkrakete. Oh nein. Das ist doch. Boah, ihr verarscht mich, Leute. Echt ernsthaft. Mann, ey. Schubst mich da so dermaßen rein mit diesem Kackteil. Sorry. Bin jetzt gerade ein bisschen disappointed über diesen verdammten Mist, der hier geschieht mit mir. Und ich komme auch mit der Lenkung gerade gar nicht klar. Ich stelle mich gerade echt schlecht an, ne? Irgendwie. Aber ich bin auch völlig verzweifelt. Das kann jetzt nicht wahr sein. Das Spiel verschwört sich gegen mich. Und dann diese Grafik, weil für mich sieht das ja auch so. Oh, so merkwürdig aus. Ja, drehe ich nochmal weiter. So, komm, Endo wenigstens. Endo. Von Endo lasse ich mich hier nicht noch. Ja, das war echt furchtbar, aber. Mann, ey. Oh Gott, nee. So eine Kacke. 5 Euro nur gewonnen. 5 Dollar nur gewonnen, meine ich. Boah, ich habe keinen Bock mehr. Das war die Aufnahme für heute. Also mehr mache ich nicht. Was kommt, welches Rennen kommt als nächstes? Oh, die RC Extreme Strecke. Na gut, die ist natürlich ganz nett. Aber nee, heute nehme ich nichts mehr auf. Das können wir vergessen. Das war's für heute. Das ist, oh, schlimm sowas. Nie wieder. Doch, natürlich. Nächsten Sonntag mache ich ja weiter. Aber so geht das natürlich echt nicht. Das muss ich echt mal ein bisschen ändern irgendwie. Ich muss nochmal gucken, dass ich das Bild irgendwie so hinkriege, dass ich vielleicht auch die Farben sehe und das ist die Originalfarben. Dann lässt das sich echt vielleicht noch etwas leichter steuern und so. Naja. Mal sehen. Aber diese blöde Strecke haben wir jetzt hinter uns. Ich muss auch sagen, ich habe es ja ewig nicht mehr gespielt. Wir sind jetzt sogar Fünfter. Geile Kacke. Fünfter sogar, oh mein Gott. Na gut, das kann man natürlich alles noch irgendwie aufholen. Zumindest fast alles. Naja. Da wollen wir, mit uns die Laune nicht ganz vergeht, noch ein kleines Witz. Rätsel. Nein, nicht kein Rätsel. Einen kleinen Witz einfach. Was nehmen wir mal? Ach so, nehmen wir mal. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich nehme irgendeinen hier. Ein Neuer kommt ins Gefängnis. Es gefällt ihm überhaupt nicht. Diese Mauern, nörgelt er. Und die Gitter. Nichts als Gitter. Wo man hinschaut. Wozu der Blödsinn? Aus Sicherheitsgründen natürlich, erzählt ihm ein Mitinsasse. Quatsch, knurrt er verächtlich. Wer will denn in diese miese Brude einbrechen? Ja, das passt zu meinem Verlauf heute. Ach so, der Witz kam aus Heft 19 aus dem Jahre 2004. Passt zu dem Verlauf heute von den ganzen Rennen. Das ist ja so scheiße gelaufen. Ist doch, Mann, ey. Ja gut, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen gefallen und wir sehen uns dann irgendwie ja wieder, hoffentlich. Falls euch das Projekt irgendwie überhaupt noch Spaß macht. Mir vergeht langsam die Laune. Aber ich ziehe das bis zum Ende durch, das wird nicht abgebrochen, weil das mag ich nicht, dann so was anfangen und dann abbrechen mittendrin, das mag ich nicht. Also ich ziehe das auch durch. Aber egal, das war's jetzt und ich würde sagen, macht's gut. Ciao.